der dritte Turniertag und ich habe bei mir den Trainer von Borussia Dortmund, der sich nach der schmerzlichen Niederlage gegen den JV Nordheim gestern unseren Fragen stellt, Sascha Eickel. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du bereit bist, ein Interview zu geben. Gerne. Wie habt ihr das Spiel gestern erlebt? Ja, das war unser erster Auftritt hier gegen eine sehr engagiert und taktisch gut eingestellte Landesligamannschaft aus Nordheim. Und die nach den einmal 13 Minuten das Spiel völlig verdient gewonnen hat. Und ja, wir haben dann mit Sicherheit durch diese Niederlage für eine gute Stimmung in der Halle gesorgt und für, denke ich, ein Highlight in der Karriere jedes einzelnen Spielers vom JV Nordheim. Ja, das mit Sicherheit, das stimmt. Wie sehr ärgert euch so eine Niederlage oder steckt ihr das einfach weg und sagt, das Turnier geht einfach weiter? Und generell ist es so, dass natürlich so eine Auftaktniederlage gegen einen klassentieferen Verein natürlich dazu führt, dass man in der Analyse dieses Spiels ganz klar und deutlich darauf hinweist, dass selbst eine unterklassige Mannschaft in der Halle mit 4-5 gut ausgebildeten Fußballern in der Lage ist, über einmal 13 Minuten selbst einem A-Jugend-Bundesliga-Verein dort dann auch Konkurrenz zu bieten. Und es ist eine Lernmöglichkeit für einen Spieler, der dann vielleicht mit etwas Überheblichkeit, vielleicht mit etwas Unterschätzen des Gegners dann auf das Spielfeld geht und sieht, dass es da überhaupt gar keinen Grund für gibt, sondern dass ich immer hochkonzentriert, egal gegen welchen Gegner ich auflaufe, auch meinen Job machen muss. Wenn du das Turnier so beobachtest, ist für dich schon ein Favorit herauskristallisierbar und was habt ihr euch selber vorgenommen jetzt noch für den weiteren Turnierverlauf? Bei unserer Mannschaft ist es natürlich so, dass eine ganze Reihe an Spielern hier in Göttingen leider nicht vor Ort ist. Wir haben eine mehr oder weniger zusammengewürfelte Mannschaft aus B-Jugendlichen, A-Jugendlichen, die zum Teil auch in der Meisterschaft wenig Spieleinsatz bekommen, sodass ich natürlich, was jetzt eigene Abschneiden betrifft, wir uns versuchen wollen, in den nächsten Spielen vernünftig aus der Affäre zu ziehen, um dann über die Zwischenrunde vielleicht in das Viertelfinale einzuziehen. Andere Mannschaften, die mit kompletten Kader hier angereist sind, wie beispielsweise Schalke 04, der VfL Wolfsburg oder auch Austria Wien, die ausländischen Mannschaften, Fulham, das sind eher Mannschaften, die aufgrund der Kaderstruktur auch hier für den Turniersieg in Frage kommen. Cool, vielen Dank und viel Erfolg. Danke.